Also, für die zwei oder drei im Chat, weiß gar nicht, wie viele es sind, die schon fragen, was macht ihr eigentlich? Was soll das hier eigentlich überhaupt? 30-Minuten-Challenge, dieses Mal mit Twitch Prime. Ich schaue mir Twitch Prime-Spiele an, die man nachgeworfen bekommt, sobald man Prime hat, die man da ja für umsonst kriegt. Und werde versuchen, 30 Minuten jedem Spiel eine Chance zu geben. Und nach 30 Minuten folgt dann eine Bewertung. Niemals, niemals zockt man die ab. Man denkt sich die ganze Zeit nur, oh Alter, wie geil, ich krieg geile Spiele für umsonst, so weiter und so fort. Und die wollte ich halt mal testen. Schade. Okay, also Countdown geht dann noch nicht. Eigentlich wollte ich auch noch einblenden, quasi so, wie viele Punkte kriegt das Spiel und so weiter und so fort. Aber das ist ja nicht schlimm. Dann fangen wir einfach mal an. Und wir fangen an mit Yoku's Island Express. So. Ja, so müsste es ungefähr passen. Und ich spiele das Spiel. Yoko, bla bla bla, blub blub blub. Ach ja, und weil ich noch keinen Bluetooth-Adapter habe für meinen PC, mit dem ich streame, muss ich jetzt die ganze Zeit so quasi hängen mit dem Controller, weil das USB-Kabel nicht ganz so lang ist so nach oben an meinem PC quasi hängen muss. Also es ist alles sehr, ja. So. Und auf die 3 Stunden kommt man, weil ich halt 5, 6 Spiele jeweils eine halbe Stunde lang halt eben zeigen wollte. Wie gesagt, kann auch sein, dass ich bei manchen einfach vorher aufhöre. Ich hatte vorhin schon so einen Kandidaten, wo ich mir gedacht habe, naja, ob ich da die halbe Stunde durchhalte, bin ich mir nicht so sicher. Okay. So, ich bin hier dieser kleine Käfer und ich bin am Strand von Mokumana. Sieht ganz schön aus eigentlich. Oh, was ist denn der Kollege? Post der Redakteur. Du bist der neue Postmeister, den sie geschickt haben, um mich zu entlasten, oder? Ich bin froh, dass du da bist. Irgendetwas Großes passiert hier. Und ich möchte lieber nicht hierbleiben. Schreibt man hierbleiben so? Egal. Bevor ich gehe, habe ich hier noch deine erste Aufgabe. Mein altes Postabzeichen. Liefere es an den Niem, den Übersetzer im Dorf. Okay. Postredakteur. Das habe ich vorhin falsch gelesen. Der Island Express habe ich direkt gelesen. Aber ist ja Island Express. Ich glaube, weil der Rest deutsch ist. Der Island Express ist jetzt deine Pflicht. Also gehe sicher, dass du das Abzeichen an Niem auslieferst. Sonst gerätst du in Schwierigkeiten. Okay. Das ist alles von mir. Auf Wiedersehen. Viel Glück und kümmere dich gut um den Island Express. Mache ich das doch. Mache ich das doch. So, dann geht man weiter. Okay, mich andrücken. Oh shit, schaffe ich das in einer halben Stunde? Genau, und anscheinend gibt es hier, jetzt seht ihr da linker und rechter Trigger beim Controller, gibt es hier so eine Art Pinball-Elemente mit drin. Hier muss ich irgendwas mit 30 zahlen. Hier kriege ich irgendwie relativ viel und. Was glaubst du, wo du hingehst, Postmeister? Das ist mein Teich. Okay, zu übertrieben. Was ich haben möchte, jetzt wächst oben hoch in den Klippen. Saftige Buchtpilze. Okay. Interessante Spielmechanik. Gibt hier irgendwas? Da. Und dann kann ich eigentlich wieder rüber. Ah, nein! Shit! Jetzt bin ich so ganz langsam wieder runtergefallen. Verletzend. Versuchen wir hier runter. Ja, es ist halt Pinball, nur ohne dass man da Kohle für ausgeben muss. Das war auch immer richtig geil, dieses Pokémon. Nein! Doch. Oh, ich will jetzt irgendwie nach links. Das ist so ein bisschen halt die Problematik an dem Pinball-Aspekt jetzt. Ich kann nicht so richtig bestimmen, wo ich eigentlich hin will. Beziehungsweise es dauert halt ein bisschen. Weißt du, du denkst dir halt, komm, lass mal da hinten rüber. Und dann dauert es halt einfach, bis ich dann hinten rüberkomme. Okay, ja. Was ist das denn? Lärmmacher, gut, damit kann ich ihn aufwecken. Geil, mach ich das mal. Baldino, okay. Oh Gott, ist der süß. Okay, irgendwas mit Giftpilzen oder so. Wie hilft mir das weiter? Oh! Ah, ich Idiot. Ja gut, ich muss einfach nur rüber zu den fetten Teilen und dann ein bisschen A drücken. Würde euch sowas gefallen? Also ich merke gerade, also mein absolut präferiertes
Lieblingsspiel wäre es jetzt nicht, aber weiß ich nicht. Findet ihr sowas geil? Geil, jetzt habe ich einen Buchpilz. Oh, was ist denn hier los? Giftpilz. Oh, was ist denn dieser köstliche Duft? Rieche ich da etwa einen Buchtpilz? Mach schon, gib ihn her, dann lasse ich ihn. Oh! Okay, Chat. Okay, Chat. Ihr könnt euch entscheiden. Buchtpilz oder Giftpilz? Gift? Gift. Ja, natürlich ist Gift. Du bist auch so ein bei, hier bei den, bei den Star Wars-Dingern, immer die Sith-Seite. Ja. Gib ich ein Gefühls. Ah, dieser Buchtpilz schmeckt komisch. Okay. So, mal schauen, was das für Auswirkungen hat. Bestimmt wird jetzt eine epische Geschichte darum geflochten. Ups, da war doch irgendwas. Shit, jetzt komme ich nicht mehr hin. Ah, jetzt muss ich drei so Dinger finden. Okay. Okay. Nein, ich wollte. Ah, oh, ich wollte damit interagieren wieder. Das meine ich halt. Also, wenn du hier jetzt so einen Steg hast, statt einfach hochhüpfen zu können, um dahin zu kommen, wohin du musst, musst du erstmal über drei Ecken quasi versuchen, dahin zu kommen. Das ist ein bisschen. Also, es ist ein Netzgimmick halt, aber irgendwie auch ein Weitling gefunden. Haben die es von Zelda geklaut? Die sehen auch ähnlich aus, oder? Diese Waldgeister da. Dann habe ich schon einen zweiten. Der Sound ist geil. Also eigentlich dürften die gar keine spannende Story hier reinhauen, weil allein mit dem Ding, also da kannst du alles kaputt machen. Okay, ist das? Das ist ein Geldbeutel ab. Ah, geil. Warum nennt man es denn Geldbeutel, wenn es Früchte da drin sind? Leute. Oh, was ist denn hier los? Oh, die sehen. Oh Gott, sehen die süß aus. Ja. Ey, das ist doch von Chihiro. What the fuck? Aber wie dreist ist das denn? Quatsch, mein Nachbar Totoro. Aber auch Chihiro. Okay. Ja, das wirkt sehr so nach dem Motto, die sind eigentlich süß, aber eigentlich sind die böse. Erstmal puste die ein bisschen an, ich nerv die erstmal ein bisschen. Ich glaube, für Leute, die wegen einer. Die vielleicht spielsüchtig sind aufgrund von. Aufgrund von hier Dingens machen. Hier, ach, wie heißt der jetzt? Pinball. Das zum Abgewöhnen. Gibt, glaube ich, Schlechteres dafür. Wobei ich weiß nicht. Also da ist ja auch nicht den Kick mit dem Geldeinsatz und so. Ja, wäre vielleicht mal so eine Idee. Ich glaube, das ist so eine typische Sozialarbeiter-Idee. ich habe da so ein tolles Spiel gefunden. Dann hast du bestimmt keinen Bock mehr auf deine Sucht. Okay. Okay, Eugen, danke dafür. Schöner Effekt. Okay, die waren ja sogar selber eingesperrt, wollten nur raus. Eugen, der typische Sozialarbeitername. Ach, guck mal, das ist das erste Level anscheinend gewesen. Das ist eine schöne Idee. Was gibt's hier noch? Was ist das denn? Rücktreter? Achso, ja. LOL. Voll nett. Cooler Typ. Ey, Rücktreter, bester Mann. Komischer Name, aber bester Mann. Ein ziemlich gutes Team. Ja. Oh. Ey. Ey, Rücktreter. Why not? Also, ich will nicht über deinen Namen judgen, aber
Also, voll nett, der Rücktritt. 80. Boah, die Affenstatue da. Ja, ist schon ganz nett, das Spiel auf jeden Fall. Okay. Ja, wie gesagt, Spielmechanik ist halt, to be honest, nicht so meins, aber. Das ist halt das Schlimme, ne? Wenn man. Es gibt so viele gute Möglichkeiten, seine Zeit zu verbringen. Da leiden halt so Spiele wie das hier dann so ein bisschen darunter. Keine Ahnung, da kann man vielleicht seinem Sohn, kann man es, glaube ich, mal geben, aber auch. Oder Tochter halt, also dem Kind. Obwohl. Willst du dein Kind schon mal zeigen, was Pinball ist? Also. Weiß ich auch nicht, also. Das ist so ein bisschen mein Problem mit so Metroidvanias. Also klar, ich kann mir jetzt die Karte anzeigen lassen, meine ich. Aber ich verliere trotzdem super schnell bei sowas halt die Übersicht und den Überblick. Das ist ein bisschen ätzend dann immer. Ich will zum Dorf. Was ist denn die Endsafterei? Was ist denn? Saftmeister Jeepers. Ah. Hallihallo, Herr Saftmeister Jeepers. Hallo, Herr Saftmeister, wie geht's Ihnen? Du bist in meinem Weg, die Entsafterei gehört der Schädelbande, okay. Mal, ja, ist es tatsächlich, ja. Nichts für Anfänger. Zurück, bevor du dir weh tust, ja. Auch an den Chat, ne? Immer aufpassen beim Entsaften, bitte. Hol dir die saftigsten Kokosnüsse. Okay. Okay. Now we're talking. Okay. Dann hole ich mir mal die saftigsten Kokosnüsse, oder? Also das Spannendste am Spiel ist die Frage, ob ich in einer halben Stunde das erste Level gepackt kriege. Weil es wirkt auch nicht so 100% durchdacht, um ehrlich zu sein. Also was mich vorhin schon ein bisschen überrascht hat, zum Thema durchdacht sein, war so ein bisschen. Dass der eine Kollege, der jetzt mitgekommen ist, wie ist er nochmal, der beste Mann, der Rücktyp? Irgendwas mit Rücken. Der Rückverwerter oder sowas. Der hat mega viel geholfen. Das war richtig gut durchdacht. Also, was mich, glaube ich, da am meisten interessieren würde, wäre so ein Speedrun zu dem Spiel, aber auch das ist eigentlich nicht so richtig. Auch jetzt gerade, hättet ihr jetzt noch, also habt ihr jetzt noch gerade einen Überblick, wo es hingeht? Also, weiß ich nicht, vielleicht ist mein Orientierungssinn einfach nur zu schlecht dafür. Aber ich habe gerade keine Ahnung, wo es groß hingeht jetzt gerade. Also, wo muss ich hin? Wo bin ich gerade? Und wie kann ich irgendwas hier beeinflussen, dass ich dahin gehen kann, wohin ich eigentlich möchte? Hä? Was hat er gesagt? Ich habe es dir gesagt, nur die Schädelbandmitglieder sind geboren in Safter, wie auch immer. Ich habe dir eine Chance gegeben, anfangen und jetzt verschwinde. Hä? Hab ich was verkackt? Habe ich es verkackt? Warum habe ich jetzt verkackt? Hä? Was habe ich denn gerade nicht entsaftet bekommen? Hätte ich überhaupt entsaften sollen? Ich. Kein Plan, wo ich hin soll. Ach Mann. Genau das meine ich halt. Und dann weiß ich nicht. Habe ich jetzt eine Millisekunde zu spät regiert? Und dann muss ich wieder den ganzen Shit von vorne quasi hoch. Da hinten geht's doch rüber, dann gehe ich einfach nur jetzt hier rüber. Bin ich da? Oh, was ist das denn? Darf ich fragen? Okay, ging nix. Ich muss mich dann jetzt Willow suchen bei den großen Wasserfällen. Oh! Oh, Moment mal. Oh! Das war ja einer. Der Hintergrund war einer. So. Ich glaube, es ist eine schöne Stelle, um hier aufzuhören. Schreibt mal ein paar Zahlen in den Chat, was ihr dem geben würdet. So ungefähr. Ich wollte jetzt aber erstmal die Twitch Prime-Dinger machen, weil ich ab Juli keinen Prime mehr habe. Und da wollte ich jetzt genau das, was halt weg muss, quasi jetzt so ein bisschen wegzocken halt eben. Und ich fand das ganz mal interessant, mal einfach mal so eine halbe Stunde irgendwie reinzugucken. Genau, ja. Ich war so bei 4 oder 5, ja, wäre ich auch gewesen. Ja, aber hast du dann Spielraum nach unten? Also wenn 4 schon ein Kackgame ist,
Weiß ich nicht. Brauchst du vielleicht noch ein bisschen Spielraum nach unten? Also, das Spiel, was wir jetzt spielen, heißt Stealth Inc. Irgendwas kleines, klein Quetsches danach. Auf jeden Fall der zweite Teil. Krass, ich kann euch das Intro nicht mehr zeigen. Pokémon Perl, ja. Pokémon Perl wäre bei mir auch so. Ja, so übertrieben jetzt nicht, aber so 3, 4 oder irgendwie sowas auch so in der Richtung. Aber, ja. Also, es ist anscheinend ein Jump'n'Run, aber. Also, ihr seht schon hier, also da seht ihr schon Blut da unten. Das ist schon ein bisschen härter auf jeden Fall, als das, was wir gerade gespielt haben. Ja, das Intro wäre echt ganz gut, eigentlich sogar. Das ärgert mich gerade wirklich ein bisschen. Okay, anscheinend muss ich ja viel, viel schneller raus. Hä? Ah, okay, da unten ist was, was. Okay. Hat ein bisschen was von Super Meat Ball gerade. Der hat gezeigt, dass ich da lang soll. Also, so richtig habe ich die Story am Anfang auch nicht verstanden. Deswegen hätte es mich ganz gern, also schon gefreut, wenn ihr das auch hättet sehen können, aber. Okay, der freut sich, wenn ich da bin. Ah, ich kann einfach nur schieben. Okay. Ja, okay. Jetzt hilft der mir. Ach, wahrscheinlich muss ich dann da dranbleiben. Okay, gut. Nein, jetzt muss ich damit. Nein, nein, der arme Kleine. Oh, die Säcke. Genau, und jetzt kommt so eine Story-Session, gab's am Anfang. Genau, das ging irgendwie darum, der wollte gerade Feierabend machen und ein Kollege vor ihm hat aber noch einen Punkt mehr auf so einer Skala oder sowas und der will aber unbedingt der Beste werden. Und hat ihn dann irgendwie dann dafür geholt, dass er das irgendwie macht, dass er da irgendwie dann die Punkte dafür holt oder irgendwie sowas. Irgendwie sowas war da. So richtig habe ich es aber auch nicht verstanden. Ach, das sind die Gedanken von dem Typen. Das habe ich ja noch gar nicht gereiht dann bisher. Gadget acquired, PTI Terminal. Log into PTI's Intranet to access a map of the facility. Ja, ist wieder so Metroidvania. Dingens quasi. Okay, hier bin ich dann. Hä? Was sagt mir das denn? Was sagt mir das denn? Was sagt mir denn dieses Fadenkreuz, das dann da aufblinkt mit dem Runden drumherum? Das sagt mir noch gar nichts gerade, oder? Verstehe ich gerade nicht. Was sind das für ein. Vor allem das Level ist so top-down. Und das ganze Spiel aber nicht. Ist irgendwie weird. Aber ich finde die Animation von ihm eigentlich relativ flüssig, so wie er da so rumlatscht und so. Sieht eigentlich ganz gut aus. Der Roboter ist geil, der sich darüber freut, wenn Leute bei ihm sind, weil er sonst nichts zu tun hat. Ach, der Arme, das war traurig immer, wenn keiner da ist. To enter test. Oh, hier anscheinend Test. Okay, starten wir mal einen Test. Gebe den hier so. Okay. Das ist ein bisschen weird, weil dieses sich unten dann wieder dran seilen irgendwo, das fühlt sich irgendwie voll komisch an. Es geht nicht so flüssig von der Hand wie bei Super Meat Boy, da hat das ja richtig Spaß gemacht. Direkt reingesprungen. Okay, ja, ich verstehe es. Dann wieder nach links gucken direkt. Okay. Maybe next time. Okay. Anscheinend Rang A. Ah, okay.
Okay, ich muss im Schatten bleiben, damit ich hier keinen Shit krieg. Okay. Ah! Okay. Ich glaube, das ist, glaube ich, auf einem ähnlichen Level wie das davor, um ganz ehrlich zu sein. Wäre auch, glaube ich, so ein 4 von 10 Ding, glaube ich. Aber. Was würde ich sagen? Das Ding ist halt, wenn ich halt die Möglichkeit habe, durch Open World Ägypten zu latschen und da geilen Scheiß zu erleben. Oder von mir aus auch einfach nur dann da die Gebäude anzugucken. Und das. Das ist halt ein Problem bei so neueren Spielen. Die haben halt so viel Konkurrenz momentan. Ich wäre auch bei einer 4, glaube ich, da. 4, 5. Nee, 5. Ich glaube, weil die. Nee, 5. Die Rätsel waren schon besser. Es war schon ein bisschen ausgeknobelter und alles. Jetzt kommt, ich will nichts vorweggreifen, aber jetzt kommt ein Kandidat. Naja, ihr werdet schon sehen, was ich meine. Schauen wir uns das Ding mal an. Also, das ist das Spiel. Irgendwas Chicken, sonst was. Das Spiel heißt Chicken Assassin Reloaded. Chicken Assassin Reloaded. Ich starte mal den Timer. Obwohl die letzten 5 Minuten vom anderen Timer sind noch. Mal schauen, ob ich die 5 Minuten ausreizen werde. Schauen wir uns diesen Kollegen noch mal an. Was hat der denn für uns parat? Ich drück mal auf Schlacht. Das ist es. Ich drücke die ganze Zeit turbo-schnell auf den Angreifer-Button. Ich habe keine Ahnung, was ich sonst noch machen kann. Okay, das war die erste Welle. Ich habe keine Ahnung, was abgegangen ist. Ich habe keine Ahnung, wie ich mich heilen kann. Okay, machen wir mal weiter. 10 von 10 das Spiel, ne? Okay, der hat mich jetzt schon gekriegt. Da war ich nicht schnell genug. Was kriege ich? Gar keine Beute. Keine Beute. Okay, Upgrades, was kann ich denn upgraden? ATH erhöhen, erhöhen sie HP. Dafür brauche ich aber viel mehr Seelen. Ich mache mal verkaufen. Ich peile das Inventar irgendwie nicht. Was habe ich denn jetzt? 6 Seelen habe ich anscheinend gerade. Okay. Kleiderschrank, was habe ich hier? Noch gar nichts. Noch gar nichts, noch gar nichts. Gut. So, machen wir mal weiter. So, erstmal den klatschen. Oh, neues Outfit-Teil. Und du siehst schon, das Gameplay ist absolut geil. Und zack, weiter, weiter. Ah. Boah, jetzt kommt's aber. Ah, ich muss das dann aufsammeln, wenn das dann unten ist. 7 von 20 habe ich gerade geschafft. 13 Seelen erhalten, so langsam verstehe ich's. Kann ich bestimmt irgendwas upgraden? Also, ich könnte meine HP erhöhen. Oder meine Attacke erhöhen. Okay, Chat, was sagt er? Babyface, du too strong, ja, ist wirklich so. Sammeln, töte den ersten Feind, habe ich schon. Ach so. Geil! Ah, hier kriege ich auch noch was. Okay, dann habe ich schon ein paar Seelen. Kleiderschrank, da kann ich mir was holen. Runde Brille. Schwarzer Kippi. Da, okay, ja, sieht man jetzt. Okay, der sieht so aus, okay. Am Anfang habe ich gedacht, das ist... Achso, hier. Ah, jetzt habe ich schon geholt. Nein, jetzt habe ich schon geholt. Oh, nee. Niveau 3 bin ich anscheinend gerade. Das ist dann hier unten. Toller Stream, ja, danke. So, ich versuche es mal nochmal jetzt. So, jetzt. Ah, der hat mir sofort einen gegeben. Das gibt's doch gar nicht. Zack, zack, nochmal weiter drauf. Okay, das Spiel ist richtig dumm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ein bisschen Spaß macht's mir gerade schon. Um ganz ehrlich zu sein. Nein, Babyface. Hau ab, Babyface. Babyface, keine Chance. Oh Gott, da ist wieder der Einzelne. Der erstmal weg. Danach auf den mit 10er. Danach auf den anderen. Oh mein Gott. Alles einsammeln. Nein, er ist der Kleine. Babyface, zu krass. Ne, da hat Babyface mich. Aber ich bin schon weiter, ich bin schon neun. Def erhöhen. Nee, ich erhöhe mal Attacke. Ist hier irgendwas neu? Nee, Schlacht habe ich anscheinend neu geholt. Ressourcen sammeln.
Swag freigeschaltet. Ich habe Swag freigeschaltet. Geil. Jetzt habe ich endlich Swag. Ah, da war noch was. Ist der Angreifer? Leute, muss man überall darauf achten, dass man hier überall was freigeschaltet hat. Guck mal, wie butterweich hier das Menü runter und hochläuft. Butterweich, sag ich euch. Butterweich. ist das hier eins dieser Spiele, woran du gearbeitet hast, Macaroni? Kleiderschrank, genau, könnte ich im Oberteil. Ja, die Herzenboxer natürlich. Hier gibt's noch was anderes. Ja, geil. Guck, wenn ihr euch vorstellen könntet, das ist mein Flagship-Title, ja, kann ich mir auch vorstellen. Falls ihr euch vorstellt, wie ich mir persönlich vorstelle, wie ich persönlich mein Leben, meinen Körper gestalten möchte, der ist es eigentlich. Der Herr Mark Head und der Herzenboxer. Das ist eigentlich die Kombi, die so mich definiert, was mein Styling, was mein Aussehen angeht. Def kann ich erhöhen. Attacke kann ich erhöhen. Und HP kann ich sogar auch noch erhöhen. Oh shit. So. Gehen wir mal rein. Vielleicht schaffen wir das, das erste Level. Sofort drauf. Oh, das geht viel schneller von der Hand. Die erhöhte Attacke ist es. Geht viel schneller von der Hand. Boah, locker. Locker, Babyface. Gar kein Problem mehr. Boah, Leute. Was ist dieses Dark Souls? Easy. Easy. East Game, East Life. Wie nice. Wie caution. What the fuck? What the fuck? Hä? 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 Muss ich erst die zwei Links da killen oder was? Das habe ich nicht verstanden jetzt. Habt ihr es gerade verstanden? Was muss ich da machen? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Sammeln? Hier, die 40 Seelen nochmal. Ah, es macht direkt Spaß, durch dieses Menü zu scrollen, ey. Smooth geht das. Das geht richtig smooth. Aber das Spiel hat echt noch viel zu bieten anscheinend. Das ist ja richtig viel. Eh keine Chance, war schon zu low. Mehr leveln. Septisches Auge. Never septisches Auge. Schaut euch das an. Never ever. Niemals septisches Auge. Oder erhöht das die... Das erhöht irgendwas. Scheiße, das erhöht die HP um 3%. Dann muss ich das, glaube ich, sogar haben. Ja, ich muss das septische Auge haben, sorry. Aber gut, die ersten werden ja ultra easy. Also bis zu den Bosskämpfen dann. Du hast nämlich Zeit, bevor die Leute kommen, alles aufzusammeln hier unten, die Seelendinger oder so. Das habe ich vorhin vergessen. Flagship-Title von Tom, Alter. So, jetzt gehe ich erstmal nur auf die. Der ist down, der ist down, der ist down. Der ist down. Wachtmeister. Oh, oh, oh. 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 Fast hätte es geklappt. Meine HP könnte ich aufleveln. Ziehen Sie Seelen näher an den Zeiger heran. Ja, geil. Super. Ja, sollen wir mehr? Ja, komm, oder? Erstmal rumscrollen. Na, wo ist es denn? Da ist es. Automatischer Angreifer. Kleiderschrank, habe ich gerade irgendwas bekommen? Kann ich irgendwie aufleveln, ne? Berühmt! Geil, ja! Das sieht doch gut aus. Komm, 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 ja. Weg, 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 weg. Erst auf den. So, und jetzt. Ah, Buttmashing. Nein, 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 ich bin mit der Maus daneben, nein! Ich hatte ihn, ich hatte ihn! Ich hatte ihn! Ah. So, den ist down. Babyface ist mal down, Wachtmeister down. Noch hier den down, hier den down. Boah, Leute, ich bin drauf, ich bin drauf. Holy shit, holy shit, holy shit. Den 10er weg. 15er weg. Nein! Roter John! Roter John war zu krass. Roter John war zu krass. Bitter. Bitter. Oh, das sieht gut aus. Die Kämpferlumpen sehen gut aus. Mit dieser Macht du dir Polizisten als Freunde. Geile Lokalisierung. Voll, ja, Inventar ist voll, ich weiß, aber... Kaufen, kaufen, kaufen. Verstehe gerade nicht, was war die Problematik. Ach so, ach, ich kann mir hier freie Slots kaufen. Okay, ich verstehe. Damit kann ich meine Waffe formen. Die helfen mir mit Polizisten. Keine Ahnung, was das heißen soll. Wahrscheinlich geht dann ein Polizist davon weg. Ich meine, das ist ja so actiongeladen, das Spiel. Was soll ich denn dann machen mit den ganzen Items? Und natürlich bei dem Ding immer Skala von 1 bis 10. 1 sehr schlecht, 10 Meisterwerk. Was würdet ihr ungefähr dem Ding geben, jetzt so nach der ersten Einschätzung?
Um ganz ehrlich zu sein, bevor ich hier Attacke leveln. Oh, gut. Geht noch nicht, weil ich noch nicht auf dem Niveau bin. Ich glaube, ich brauche jetzt mal ein höheres Niveau. Hier, ich muss irgendwie auf. Was war es? 7 oder 8 oder so kommen. Hier vorne. Hä? Wähle Mission. Großartige Verfolgung gibt's hier schon. Holy shit, das ist ja richtig. Oh, das ist ja ein Monster von einem Game. Egal, ich schaue mir mal das Neue an. Könnt ihr ja reinschreiben rein. Hier in den Chat. Witness. Oh. Oh, 3D-Effekte. Ach genau, hier geht es, glaube ich, um einen Spritzel. Ich weiß, irgendein Dr. Spritzel gab es hier. Da drauf, 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 drauf. Drauf, hinten. Nein! Ein zu wenig. Oh, nicht auf den 50er zuerst. Das war ein Fehler. Ganz schlecht gemacht. Ganz schlecht gemacht. Ganz schlecht gemacht. Warum bin ich denn zuerst auf den 50er? Das ist so doof. Erst auf den? Ja, dann bin ich jetzt down. Ja. Verdient aber auch. Also muss ich jetzt Niveau 8 kommen für höheren Angriff. Oh, das wäre geil. Ich schaue mir aber ganz kurz die andere Dingens an. Die Fight Club. Das sind natürlich jetzt Peanuts hier für mich. Gebildeter Hooligan, Alter. What the fuck? Ey, ohne Spaß, das macht echt ein bisschen Fun-O-Fun. Das ist, glaube ich, sogar mein Lieblingsspiel von den allen, um ganz ehrlich zu sein. Also, es wirkt zwar ultra stupide, aber es ist echt eigentlich gar nicht mal so scheiße. So, und jetzt. 10 von 20 habe ich dann. Oh, schneller, schneller. Hier. Ah, stimmt, der Schlitzer war ja noch. War ja noch gar nicht vorbei. Der rote John, stimmt. Der wäre gerade der Endgegner. Ganz vergessen. Oh nein, zwei Schlitzer John. Oh, zwei Schlitzer Johnnies. Oh, es war zu viel, es war zu viel. Es war zu viel. Die Johnnies, Alter. Zu krass. So, Upgrades. Kann ich aber, glaube ich, upgraden. Endlich die Attacke erhöht. Sehr gut. Schöner Soundeffekt auch. Der war sehr professionell eingespielt, glaube ich. So, hier alles einsammeln. Kleiderschrank, habe ich was Neues. Das ist sogar schlechter. Der Konstable-Hut hier. Ja, was bringt mir das dann? Hä? Warum soll ich den denn nehmen? Warum kriege ich den denn jetzt gedroppt? Gehen wir nochmal ins erste Level rein. Vielleicht schaffe ich es ja. Boah, jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Schaden ich jetzt mache. Vier wahrscheinlich jeden Schlag, oder? Ja. Boah. Das ist schon was anderes. Boah, okay, der muss jetzt aber schneller reagieren. Oh, erinnert ihr euch noch, als wir Schiss vor Babyface hatten? Alter, wie schnell das jetzt geht. Holy shit. Okay, jetzt geht's ab. Down. 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 So, jetzt aber komm. Sehr gut. Er ist roter John, er ist roter John. Macht nämlich am meisten Schaden. Okay, ich bin schon weiter als gerade. Oh nein, ist da! Die Unruhestifter! Oh shit! Oh, die können ja gar nichts, sehr gut. Obwohl, nein, die Unruhestifter! Die waren zu krass, die Unruhestifter. Oh mein Gott. Die haben zu viel Unruhe gestiftet, Leute. Da ging gar nichts mehr. Das ist ein Scheißspiel. Das ist unglaublich. Aber es macht wirklich Fun und Fun. Niemals mit Unruhestiftern anlegen, weiß ja jedes Kind. Hitboxen sind on point. Dieses Spiel, ey. Holy shit. Aber ohne Scheiß, es macht wirklich gerade ein bisschen Spaß. Es ist. Was soll ich sagen? Es ist halt so. Es ist gut gebalanced, das kann man schon mal sagen. Also, man hat wirklich das Gefühl, du levelst gerade richtig auf. Was soll ich sagen? Das ist nicht schlecht. Das macht schon irgendwie Spaß. Weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, ich muss mich irgendwie dafür rechtfertigen, dass ich das ganz gut finde. Eigentlich sogar gerade, aber. Ja, schauen wir mal. Okay, so. Also ich glaube, vor allem muss ich mich vor mir selber rechtfertigen, dass ich so einen stumpfen Scheiß geil finde. Aber es ist halt irgendwie. Es hat halt irgendwie was, weiß ich nicht. Irgendwie ist das. Das ist so stumpf und hohl. Guck mal, ich hab noch mein Leben.
Und jetzt. Alles einsammeln und. Babyface weg. Nein, der Johnny, Johnny. Boah, der zieht aber auch ab, der Johnny. Nein, Johnny, mach das nicht. Ich bin schon weitergekommen. Im Ruhestadtteil. Oh! Weißgurt! Weißgurt down! Nein, der Unruhestifter! Ich glaube, das sind immer nur Jokes hier, oder? Eigentlich muss man die nur verticken, oder? Wenn ich es richtig verstehe. Mein Crit kann ich aufleveln. Oh, geil, ich krieg HP dazu. Oh, das ist ja super wichtig. Boah, das endet doch das ganze Spiel jetzt. Schatztruhe? Wie besuche mich? Was bist du denn? Was? Wer bist du denn? Wer war das denn? Okay, so. Nochmal Fight Club. So, vielleicht habe ich ja jetzt die 20 Wellen. Okay. Halbe Stunde wäre jetzt vorbei. Ich mach mal die Welle noch zu Ende. Komm, schnell, mach hin. Einsammeln, alles einsammeln. Ich will erstmal einen roten John weg haben, weil der meisten Schaden machen kann. Hab meine Strategie diesbezüglich geändert. Ach, da ist der Wachmeister. Entschuldigung, ich habe gerade mit der anderen Hand. Ach, roter John weg. Wo krieg ich denn mein Level, mein Leben mal wieder? Ich habe doch gerade freigeschaltet, dass ich Leben wieder krieg. Oh, nur Weißgürte. Holy shit. Doch, bitte, bitte alle. Bitte den noch. Oh, nein. Oh, ich war aber nah dran. Level 18 schon. Okay. Holy shit, Alter. Okay. Alle nehmen. Neues Outfit erhalten. Dass auch immer nur dieses T-Shirt gezeigt wird, obwohl ich ein anderes Outfit eigentlich krieg dann da. Nun gut. Okay, also, das war auf jeden Fall das Spiel hier. Um echt zu sein, habe ich das ein bisschen angefixt. Also nebenbei einen Podcast hören oder sowas. Und dabei dann irgendwie was. Kriege ich jetzt. Ach! Hier kann man ja schon leveln. Geht das immer? Nee, ich krieg jetzt nichts mehr dazu. Doch, ich krieg was dazu noch. Krass, anscheinend kriegt man die Level hier, indem man allein schon hier drauf drückt und muss gar nicht irgendwie dann spielen direkt. Interessant. Naja, okay. Also. Gut, das war dann das Spiel. Ich schau mal nochmal nach. Das hat einen sehr komplizierten Namen. Chicken Assassin Reloaded. Keine Ahnung, was man davon hält. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat Spaß gemacht. Schreibt mal in den Chat, was ihr dem geben würdet von 1 bis 10. Ohne Scheiß, ich wäre, glaube ich, wirklich bei so einer 7. 7 vielleicht. Also ich meine, es ist ultra dumm. Aber es hat schon... Es hat schon Spaß gemacht, ne? Also... Lol, Jens Lehmann wird Nachfolger beim für Klinsy. Du gibst ihm eine 6, ja. Für das, was es ist, ist ja dann immer dann so die Frage. Also für das, was es ist, war es ja echt gut, aber... Ja, es ist halt eigentlich nichts, ne? Also. Okay, jetzt spielen wir Manuel Samuel. Das war, glaube ich, wieder auch mit Dingens. Deswegen wird hier ein bisschen dann das Kabel so im Bild sein. Es tut mir leid. Leerer Slot. Und genau, hier konnte ich es löschen. So habe ich es gemacht. Geht anscheinend auch als Koop. Ist ein sehr lustiges Spiel, kann ich schon mal sagen. Ist ein sehr lustiges Spiel. Und ich glaube, dass der Humor McCabroni abfacken wird. Naja, wir machen mal Story-Modus. Und ein neues Spiel, natürlich. Our story begins in the middle of the 40s, when a hopeful young soldier called Sam... Oh, we're not doing that? Ich grüße Tom B. Our story begins in the middle of last Tuesday, where a hopeless young freeloader called Sam is sipping a fancy cup of coffee with a name nobody can pronounce. Sam was born with a silver spoon in his mouth. But not the actual spoon that he has in his mouth now. That is a different spoon. But a figurative spoon that represents all the wealth and attention that he has been receiving from his parents. And their butlers. And their butlers' parents. You're a douche, aren't you, Sam? Blink twice if yes. He can't hear me. This is Sam's girlfriend, also not being heard by Sam. She's mad at Sam for his lack of responsibility produced by his large wealth. She also mentions the fact that Sam... Aber die Gags habt ihr wahrscheinlich mitbekommen unten.
Sam's girlfriend is upset. Ach, weil die Pisti-Statue, ne? Rich and famous brats, Sam does not pick up on that. Instead, he decides to lay this gem. Things just work out for me, baby. I can't just run around and do stuff. I'd end up with a limp spine then, or something. Sam's girlfriend does something she should have done a long time ago. Herr Broccoli Juice. Hashtag fractured jawbone. Sam is laying unconscious on the floor. He gathers his strength and makes an effort to get up. Then he makes another effort to stand up straight. Sam is hit in the head so hard, he has to remind himself how to walk. He takes a right step. Okay. Then he takes a left step. Good job, Sam. You're very good at existing. Huh? How dare you startle my child? An overprotective mother hurls a cup of coffee in Sam's face. He has to blink rapidly to regain his vision. Yeah, okay, that's lustig. Say something, Harold. Oh, gee. How is our son going to become a respected politician if he can't fend for himself? I thought he was going to become an actor. Oh, what's the difference? Okay, die Steuerung ist schon mega weird, immer mit links und rechts machen, aber das ist ja anscheinend geplant. Sam pays the guy 500 euros. Sam is hurling stacks of 500 left and right. Okay, wie lange labert er noch weiter? Sam is about to spend his whole weekly allowance. Okay, das finde ich schon ganz cool. Das hat gerade was von Stanley Parable. He really was hit hard in the head. Holy feces. I'll just start my own coffee shop. Once again, Sam makes someone quit their job by tipping them too much. Also ich glaube, Koop ist es dann auch nochmal ein bisschen krasser, weil du dann, glaube ich, dann immer jeweils links und rechts steppen musst irgendwie. Sam spends a decade making his way out the door, which is pretty good for a guy. As Sam waggles outside, he sees his girlfriend on the other side of the road. Sam pulls himself together and rushes towards his soon-to-be ex-girlfriend. Okay. Okay, yeah, rushes. This is when a septic tank truck approaches Sam with an average speed of 90 kilometers per hour. The impact renders him 8 types of dead. Okay, okay. You got my curiosity, now you have my attention. Was passiert jetzt? Manuel Samuel. Okay, das ist jetzt quasi so eine Art Intro dann. Okay. Also bisher muss ich sagen, sehr viel geforst, sehr viel. Das ist halt kein situativer Humor, sondern etwas, was so richtig aufgezwungen wird, so ein bisschen. Der Artstyle finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht, hat was Eigenes so. But a bottle won't be the only thing that will meet Sam's face today. There's also the ground in hell. The source of the sound is none other than obliteration and oblivion, extermination and extinction, the end, decease and demise, the Grim Reaper, death. He's trying to do a kickflip on a skateboard and he's dressed like a douchebag for some reason. In his coarse, horrifying voice, he lays this on Sam. Yo, yo, yo! You must be Sam from the info I was provided. Then he takes a second look at Sam and his... The notes in Sam's pocket are something called a shred of life. Every soul has at least one, and it is the biggest unit in Hell's currency, followed by quality of life, school of life, sound of life, meaning of life, and thug life. If you give me your shred, I'll resurrect your face. You'll have to survive 24 hours with a handicap I choose under my supervision, bro. Why, hello there, dear. Okay. Let's see if we can find a job for you. Sam notices that the souls that get into hell are forced to get a job.
and become functioning souls of society. For most people, this is okay, but for Sam, it's horrifying. He hurls his shreds at death. It's horrifying. Never. You get to be a minesweeper. That'll be all your shreds, dear sir. Could be worse. Whatever. Kind of sounds fun. Okay, der war gut. Aber auch nur, weil es so ungezwungen lustig war halt. Sam has seen enough. He goes back to death and his deal. Okay. Hashtag seen enough. Warum sowas? Ist so gezwungen. Das ist nicht lustig. Also. I only get to do these deals annually. But if you really want to live in biz, you have to do it manually. Also, I will stop speaking in rhyme. Oh, danke. And finds himself fully alive, and more importantly, rich again. His joy is only dimmed by the fact that he can't move at all. This is when he shows up. Death. Yo, yo, yo! All your body functions be manual. Might want to consider breathing. No, oh, was? Das muss ich machen. If you somehow die within the next 24 hours, you'll go to hell and I'll keep your shreds forever. And once again, he has to remind himself how to walk. Oh, by the way, dude, you'll be getting late for work. Sam has some trouble with his posture and has to focus on his spine. Okay, anscheinend muss ich jetzt jeden kleinen Scheiß irgendwie für ihn manual machen, deswegen Manual Samuel. Hashtag Clean Teeth natürlich, sehr lustig. Ach du Scheiße, Hey dude, have you seen my... Oh. Nein. Das ist schwieriger, als ihr euch vorstellen könnt. Oh, das ist... One empty bladder later, Sam moves off. Ey, immer noch die Hashtag-Gags, Alter. Das ist so... So unintuitiv. Oh mein Gott. Oh, das ist so schwer, an alles zu denken, irgendwie. Okay, Hände auch noch waschen. Sehr wichtig, ja, auch gerade momentan. Okay, ja, ich glaube, das Spiel ist vor allen Dingen als Koop ausgelegt. Und ist dann, glaube ich, auch ein bisschen lustiger. Oh Mann, ey, das ist wirklich ein bisschen frustrierend. Das ist halt so viel auf einmal. Was ist Bojack Horseman? Meins ist es auch nicht so richtig. Ich finde es auch... Ja, wie gesagt, ich glaube... Also, wenn man den Humor mag, ist es, glaube ich, was für einen. Und wenn man, glaube ich, den... das Koop spielt, ist auch nochmal, glaube ich, ein bisschen was anderes dann. Aber so ist eher nervig. Also, ich glaube, das ist ganz geil, wenn man sich ankacken kann. Ey, du hast vergessen zu blinzeln oder was weiß ich was. Humor 10 von 10. Naja. Ich mache mal hier jetzt Schluss mit Sam. Es wären eigentlich noch 10 Minuten, aber es fühlt sich ehrlich gesagt nach weniger an. Nach mehr? Keine Ahnung. Es war auf jeden Fall jetzt nicht so das Beste. Schreibt mal in den Chat, was ihr dem so ungefähr geben würdet. Game eher so 4 bis 5. Ich wäre auch eher bei, also Single Player 3, würde ich eher sagen. Ich glaube im Koop, wie gesagt, wenn man da Bock drauf hat, im Koop, wahrscheinlich ein bisschen geiler. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, 5 zu machen und dafür dann mein wahrscheinliches Highlight mal direkt zu spielen. Ich hoffe, dass ihr das Intro seht. Das Intro fand ich nämlich super. Und jetzt viel Spaß, Leute. Ist hoffentlich laut genug. Ich tappe mal ganz kurz nur raus, um es lauter zu machen. Müsste für euch jetzt lauter sein im Stream.
Soundeffekte, Heini. Das war also ganz krasse Arbeit geleistet. Mich lauter. Ich habe mich jetzt lauter gemacht und das Spiel selber auch. Ich finde nur, also man ändert so ein bisschen die Art und Weise zu reden, wenn das Spiel selber lauter ist. So nach dem Motto so, was? Was hast du gesagt? Ja, hallo, hallo. So nach dem Motto halt. Okay, anscheinend bin ich irgendwo runtergefallen. So, und bis dahin bin ich vorhin beim Vorspielen auch noch gekommen. Lol, Vorspiel. Ich finde bei so Pixelspielen halt ein bisschen schwierig zu erkennen, was ist jetzt relevant und was nicht. Aber ja, an sich, also ich finde so Pixelgrafik, das ist halt irgendwie was für mich so. Ich mag das total. Boah, dann schau ich das mal an. Schau ich das mal an, wie geil diese Cyberpunk-Pixel-Dingens hier aussieht. Mit der Beleuchtung und alles und so. Das sieht schon richtig geil aus. Was war das gerade? Eine Waffe, oder? Das ist ein Gegner! Ich hoffe mal, dass es kein Roguelike ist. Das habe ich nicht gehört. Nicht genug Geduld. Boah, das spielt sich aber schon butterweich. Das ist schon richtig cool. Nee, Lieblingsfarbe, weiß ich nicht, rot. Das wäre auch noch geil, wenn ich den Chat noch einblenden könnte. So, das wäre noch schön. Und der Rahmen sieht gerade nicht gut aus. Das ist im Spiel, glaube ich, einfach. Das ist, glaube ich, intentional so. Boah, ich finde das so schön. Die Sonnenstrahlen. Oh, das ist echt schön. Oh. Ich liebe ja sowas, ne? Haha, jetzt bin ich auch runtergefallen. Ach, wie dumm. Boah. 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 Wie schön man sowas machen kann. Oh Gott, was ist hier los? Wieder zurück? Und das sah gerade so komisch aus. Komm weg, 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 weg. Was passiert? Was hat er da hingestellt? Karte ansehen. Was ist das? Start? Bug? Oh. Boah, die ist aber groß. Die ist aber groß, die Karte. Oh, das sieht schön aus. Okay, das ist meine Waffe. Okay, hier bin ich gerade. Okay, und ich kann nach oben, unten, links und rechts anscheinend. Oh, die Spiegeleffekte. Holy shit, Raytracing. Boah, das ist schon echt schön. Was ist das denn? Ah, wahrscheinlich gibt es Aufgaben, wenn ich oben, links, rechts und unten was mache. Obwohl, nehmen wir uns auf. Oh, wer ist das denn? Der mich gerettet hat, glaube ich. Okay, ein anderer hat gekämpft, er hat mich gerettet. Er hat sich nett bedankt, während ich kaputt war. Die ist hier SpongeBob, der macht gerade Burger. Krass, wie wenig Pixeln man sowas darstellen kann. Und ich weiß, was gemeint ist. Der sieht aber aus wie Luke Skywalker. Und der hat gerade verkackt. Lol, wie süß. Oh, das ist ja voll toll. Da sitzt noch einer gerade. Ey, das ist echt viel Liebe zu Detail hier. Wenn man sich hier auch die Schwerter hier hinten anguckt. Das ist schon richtig schön. Ein bisschen aus wie das Rübertauschen bei den Gameboys früher. Wer bist du? Was machst du? Wer ist das denn? Ah, ist ein Gegner! Ich dachte, die wollen vielleicht labern oder sowas. Typisches Indie-Game. Ja, genau. Was ist das denn?
Hast du mir geholfen? Ach, der gibt mir eine Info. Ah, okay. Also was ich halt am krassesten finde, ist halt so Sounddesign hier in dem Fall. Und natürlich auch, wie ästhetisch das alles aussieht. Oh, was ist denn hier los? Nein. Hier brauche ich einen Schlüssel für. Boah, what? Brauche ich da alle? Brauche ich da 8 für, 10 für oder was? Da ist noch einer von den 4. Boah, der war gut. Wir haben nochmal Glück gehabt. Boah. Boah, zum Glück One-Hit, Alter. Das geht echt flüssig von der Hand. Also das spielt sich schon... Oh. Das spielt schon echt gut, wollte ich mal sagen. Das ist Heilung. Sehr gut. Nutze ich aber mal noch nicht. Nein! Wollte ich nicht. Was ist das? Ist das ein Gegner? Nee, das ist der Sprechblasen. Okay. Okay. Das waren die fiesen Möppe, die mich gerade angegriffen haben. Die haben dem irgendwas weggenommen und er musste flüchten. Das finde ich auch geil. Dieses typische Show, Don't Tell. Das machen die richtig, richtig gut in dem Spiel. Aber schön, denn es ist ein bisschen Worldbuilding auf jeden Fall. Man erfährt noch nebenbei was und so. Oh, der Hund, der war im Intro. Oh, das ist der mich gerettet hat, glaube ich. Geiler Typ. Was da? Ah, da gibt's neue Dings oder was? Okay, der wurde angegriffen von den dunklen Dingern. Bisschen aus wie so Wölfe. Bisschen wie beim 8. Star Wars. Diese Eisfüchse oder so. Sorry an alle, die ich daran erinnert habe, dass es einen 8. Star Wars gibt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mir gerne in den Chat schreiben, was ihr dem geben würdet. Ich glaube, ich wäre wirklich bei einer 8 oder so. Ich finde es gerade wirklich schön. Ich habe halt richtig Bock drauf irgendwie. Also das ist so ein Ding, das nehme ich gerne mal bei Amazon Prime so nebenbei mit. Also, ist das der Obermatz? Na, scheiße auf Obermatz. Das noch. Oh! Oh! Scheiße! Oh Gott! Die haben mich runtergeschmissen. Heilung geben, das ist geil. Ich spring runter, natürlich spring ich runter. Weil ich dachte, der endet hier. Sehr schön, sehr schön. So, Hyper Light Drifter heißt das Spiel. Ist, glaube ich, mein Favorite von heute, neben dem Hahnkampf-Dingens da. 8 würde ich sagen. Weiß ich nicht. Vielleicht habt ihr das noch irgendwo bei Amazon Prime, Twitch Prime Shit rumliegen oder sowas. Vielleicht holt ihr euch das mal für einen schmalen Taler oder genau, habt das irgendwie wie der Earthquake, habt es irgendwie dann rein zufällig in eurer Bib schon. Ich fand's ganz schön eigentlich. Ich fand das Format fand ich jetzt auch ganz schön, weil das Ding ist, ich komme halt nie dazu, diese Dinger zu zocken. Kommt wahrscheinlich niemand. Und aufgrund dessen, dass ich dann dieses Format hier mache, habe ich dann auch die Möglichkeit, auch solche Dinge halt eben mal zu spielen. Allein, dass man mal sagen kann und so durch die Bibliothek durchgehen kann und sagen kann, oh, ich habe es mir wenigstens mal angeguckt. Wenigstens für eine halbe Stunde habe ich mir den Scheiß mal angeguckt. Genau, das war dann so ein bisschen der Gedanke dahinter. Was ich auch ganz schön finde, ist, muss ja auch nicht immer das längste Überspiel sein. Kann auch mal sein, dass man mal so ein entspanntes kleines Spielchen irgendwie dann so durchzockt. Ja, genau. Falls ihr das irgendwie im VOD seht, schönen Tag noch. Und wir sehen und hören uns wahrscheinlich dann irgendwann mit anderen Spielen.